Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Same Together. Mit dabei ist der Devin. Hallo. Und nicht auf ihrem TS, der MT. Ich bin böse. Ich bin Tau. Sensationell wieder, ja. Richtig schön hier, zack, immer nur böse Rollen und so. Das ist ärgerlich. Das macht echt keinen Spaß, vor allen Dingen so eine Schwachsinnsrolle, wie ich finde. Aber naja. Wir sind immer noch im normalen TOS, ne? Ja. Ja, ist Standard TOS Classic. Ja, du hast ja vorher nur Classic gesagt, deswegen nur, ich sehe es jetzt in der Rolllist. Hättest du aber schon am Ladebildschirm sehen können. Das sind so die Dinge, auf die ich nicht wirklich achte. Denn so, das wir sind inzwischen auswendig so gewohnt. Jack, not suspicious. Porker wird attackiert. Wen tun wir denn hier mal? Das ist eigentlich zu offensichtlich, jetzt auf Ju zu gehen. Nimm den Udus. Der wird geframed. Der Udus wird jetzt mal hier abgecheckt, was da Sache ist. Ja, genau. Mary Johnson. Attackiere die Person, die ich frame. Das macht Sinn. Nehmen wir als Soul Beast. Für den Fall, dass der Gottvater gewarplockt wird. Nicht, dass er dann gekillt wird und ich frame ihn ja gleich. Dann hätte ich es verschwendet einfach. Das will ich nicht. Apple Pie und Porker sind tot. Oha, ich glaube, es gab einen SK-Kill nach 1. Oh. Wow, ich hatte recht. Wer hätte es erwartet? Ich nicht. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Kein letzter Wille, war 100% Jailer. Ja, okay, war Target. Dann doch nicht Jailer. Oh, Sheriff down. Wechseln wir auf Doktor. Aber bei Doktor ist immer so ein doofer Claim. Immer Medium. Wieso nicht Medium? And Sheriff goes down. Och, Mann. Apple Pie lieft gerade. No, Dad. Und Mafia hat einen guten Job gemacht. Tawny. Jetzt zocken wir da. Kein Jester mehr. Lol, I'm second Sheriff. Oh, wir haben einen Lookout-Claim von Jack. Oh, Ju behauptet Jack sei was anderes. Die beiden J's unter sich. Die Aussage Jamie in Case macht auch keinen Sinn. Ich meine, es gibt noch drei Mafia, also es gibt Executioner, die alle lügen könnten. SK. Wenn er SK will und den Jail aus dem Jail raus killen würde. Cool, wie es nach hinten losgeht. Ja, ich hab doch sogar gesagt, er soll mich jailen. Ja, aber trotzdem. Guck mal, das ist dann irgendwie das Gebäck feiert für den Jew. Finde ich. Ding ist, offensichtliches Target für den Execution, ne? Oh, wir haben einen Counterclaim von Mr. Santa. Da es noch einen random Zone geben kann. So, Und wir haben ja nicht nur einen Counterclaim, wir haben ja auch schon noch einen anderen Random Town Claim. Ja gut, aber der Random Town Claim kann dann auch gut Executioner sein, der seinen klassischen Sheriff-Ding raushaut. Das ist halt geil, wie das gebackfired hat und er mit der Aussage Random Lynching at its finest. Der Typ, der random eine Person gewählt hat und daraufhin selbst hochgewortet wurde. Ich meine, hier Guilty zu worten ist dumm. Er kann halt Escort sein. Und er war Executioner, wie dumm ist das denn? Was für ein dummer Move. Ich meine, ja, wir spielen Classic, aber das machte keinen Sinn, oder? Vielleicht hat er versucht, irgendwie lucky zu sein, dadurch sein Ziel, welches ja dann wahrscheinlich entsprechend Jack ist, hochzubekommen. Ja, aber wenn es doch da nicht klappt, warum dann danach noch Joker wählen und dann selbst hochgewählt werden, dann sowas claimen wie Escort?
Macht keinen Sinn, jetzt auf den Escort zu gehen. Mal schnell abschicken. Ah, ich bin tot. SK hat mich erwischt. Ich wette jetzt übrigens, dass unser Mafioso aufgeflogen ist. Weil als Lookout musst du eigentlich auf den Escort-Claim gehen, weil der SK könnte das ausnutzen wollen. Und dann auch jemanden Rope locken, das ist ja richtig dumm, gell? Ja, er revealt sich als Escort und dann Rope locken, das ist dumm. Na, immerhin war es ein Mafia-Killer, nicht der SK. Das ist Classic. Herzlichen Glückwunsch. So, wer bist du denn? Ach, bist du denn tot? Ja, ich bin tot. Kannst du sogar tatsächlich sagen, wenn ich das Medium bin. Ah. Ja. Und Empty scheint die Escort gewesen zu sein. Wow. Oder ist er der Killer? Ich frag mal nach, ob er die Escort ist oder der Killer. Er ist der Killer. Dann ist es kein Problem. Weil der Move von der Escort war halt echt dumm. Also, revealen und dann nichts machen. Und es scheint so, als hätte er keinen Lookout mitgedacht, oder? Irgendwie schon. Ah, weißt du auch warum? Hm? Weil der Lookout-Claim gejailt worden ist. Ja. Da hat halt auch der Jailer nicht mitgedacht, finde ich. Der Report geht raus. Zwei Mafias, wird nicht leicht. Einer Scale, zwei Mafia, 2, 4, 6 Townies. Das wird schwer für meine Mates. Dann kannst du immer ein bisschen laut denken, was du so machst und so, weil ich kann nicht revived werden, von daher kein Problem. Versteht, ein Townie hat gelieft mit Jack. Oh, Gasoliner hat auch gelieft. Mhm. Weltklasse. Beim Jack, der für mich confirmed war, weil er, wie gesagt, ja wahrscheinlich das Exe-Ziel war und Jester und Exe auch noch meinten, ja, der ist garantiert evil. Ja. Das war so dieses, ja, also, Lookout. Er ist komplett confirmed, dankeschön. Lookout hat gelieft. Herzlichen Glückwunsch. Man stirbt halt auch nichts, dass man irgendwelche Infos geben könnte. Ja, es war. Vor allem, wenn der Sheriff gelieft hat. Eben. So, mal gucken. Wenn jetzt keiner meiner Mafia-Mates tot ist, könnte das sogar ganz gut noch werden. Es ist keiner tot. Das ist eine gute Nacht gewesen. Aber jetzt wird es zahlentechnisch wieder gut mit einem 3 gegen 4. Ah, schade. Das war jetzt ein Waste. Oh, aber der Jailer. Und ein Doktor-Claim im Jail. Das ist lustig. Und es gab schon einen Doktor-Claim im Jail Nacht 1. Und Uduz soll immun sein. Ich glaube, ich weiß, wer als nächstes stirbt. Was gut für uns ist. Nur. Naja. Was denn? Oder es wird seit 3 Nächten von immun genannt. Und nee, seit 2 Nächten hat nach 1 hier gekillt. Und daher konnte da ja vom Grund auf schon irgendwas nicht stimmen. Was das Ganze jetzt nicht besser. Soll mal gucken, was gelieft hat. Also sich selbst da reingeschrieben hat, konnte ich mir jetzt tatsächlich was denken. Weißt du, das ist offensichtlich, ja, da kann niemand die Wunden angegriffen gut, haben. Gut, aber jetzt ist klar, wer stirbt. Das war dumm von Eiern. So, das heißt, der SK geht raus. Das heißt, wir haben in der nächsten Nacht im Normalfall ein 2 gegen 3. Jetzt hoffe ich natürlich entweder auf einen random schießenden Vigilante, der einen Townie erschießt, oder auf einen Veteran, in den ein Townie reinläuft. Wäre für mich am besten, ehrlich gesagt. Aber mal gucken, ob meine 2 Mates das noch reißen können. Ja, das ist jetzt ja die Frage, ne? Das I think it's pumping gefällt mir, weil da keiner von uns ist. Wer bist du denn? Oder warte.
Ja, du bist Soul Beast. Ja, bin ich. Ja, natürlich bist du Soul Beast. Oh, da sind ein paar Leute geblackmailt oder sie voten einfach nur random rum. Und das reicht noch nicht für Uduz. Doch, jetzt. Bin nur nicht so schnell mit dem Klicken. Ja, aber interessant, dass davor halt jedermann Vote bekommen hat, irgendwie, gell? Uduz, Pumpkin Pie, Ayan, Dark, Pumpkin Pie. Lass die Leute voten, Meinungsfreiheit. Ja, aber für manche sollte es verboten sein. Ja gut, da kann jetzt der MT auch nicht mehr viel machen. Er hat keine Chance, sich da rauszureden. Ist halt confirmed, weil er kann kein Doktor sein. Es sei denn natürlich, richtig lustig wäre, wenn der Pumpkin Pie Mafioso oder Godfather wäre, der Doktor geclaimed hätte. Und der echte Doktor jetzt gejailt wird, während der SK den Jailer killt. Ist ja aber sau lucky für den Bösewichten und unlucky für den Doktor, aber ich glaube, Uduz ist halt wirklich empty gewesen. Und ich halte es auch nicht für wahrscheinlich. So, Pumpkin Pie ist der genau Doktor. So lucky abläuft. Also ich würde jetzt als Mafia, ich glaube sogar den Doktor attackieren, weil ich glaube nicht, dass er es selbst healen wird, oder? Das ist halt eine schwere Frage. Jetzt kommt es drauf an. Wenn er jetzt killt, wird es nochmal spannend. Auf Dark. Geht nicht auf den Doktor. Also du wirst überleben. Das kann ich dir sagen. Es sei denn, der Godfather switcht nochmal um. Oder ein random Vigilante erschießt dich. So. 2-3. Jetzt müssen wir einen Tawny voten, haben wir gewonnen. Es gab keinen Witchy-Schuss. Ich glaube, es ist echt ein Veteran. In Classic wird eigentlich viel früher geschossen, oder? Häufig, ja. Oh. Da ist der Vigilante. Also würde ich zumindest jetzt sagen. So viel zum Thema Veteran. Sau gut. Porker sagt Kill Bob. Okay, es war der Joke, der Jester. Warum sagt Bob jetzt Mafia Win? Das ist jetzt strange, was da abläuft. Was lebt eigentlich noch? Der Investigator lebt noch. Das Medium, das bist du. Und was ist das letzte Town? Ah, der Doktor. I hope there is mayor. Ja. Mit zwei toten Sheriffs, da ist ein Mayor. Just a random town. Ich hoffe, sie voten einfach nicht. Alleine wird dumm. Nicht wählen, natürlich. Es war aber auch dumm, gegen den Doktor vorzugehen. Dann glaube ich tatsächlich Pumpkin Pie noch eher. Der hat schon nach 1 einen Jail-Doktor geclaimt. Ich sehe auch jetzt nicht so den Doktor-Counter-Claim. Es muss noch einen Doktor geben. Und daher vermute ich mal schon, dass es ein Doktor ist. Das ist verloren. Defensi. Ja, er hätte halt den Doktor killen müssen. Und geht er auf einfach random Typen. Gut, dass der Vigilante jetzt random den Godfather anschießt, ist Pech gewesen für ihn. Aber nun ist das Ding eh gelaufen. Sollte es zumindest sein. Ja, das könnt ihr nicht mehr verlieren, ganz ehrlich. Rian, das ist eine Town. Nein, trotzdem. Das ist eine Town. Die schaffen das immer.
Der Jester will jeden tot sehen. Wow, und er killt Bob. Mary Johnson ist auch nicht die hellste. Duck, was ist los? Wie kann man denn bitte die Person killen? Das war so dumm. Warum geht keiner auf den verdammten Doktor? Ich verstehe es nicht. Weil jeder denkt, er safe geht jede Nacht oder so. Ja, komm, jetzt wählt, macht Schluss. Es kommt irgend so ein Schwachsinnsclan von Mary, pass auf. Wow, sind die dumm. Das ist aber kein Argument, er hat es nach 1 zum Jailer geclaimed. Ich finde es aber. Also ich finde es dadurch deutlich wahrscheinlicher, dass er es ist. Wieso? Es ist ein dummes Argument, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, natürlich ist Pumpkin mehr oder weniger confirmed Doktor gewesen, weil er von Godfather dauernd als Bösewicht hingestellt wurde. Mary Johnson hat ihn dauernd als Bösewicht hingestellt. Ja, also die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er Doktor ist, aber nur, ja, er war nach 1 gejailed und claimed Doktor, das ist kein Argument. Es ist Zufall. Es gab keinen Counterclaim. Ja, das macht Sinn. Wenn ein Doktor hätte schon früher was sagen müssen. Davon lag es mir aus, meine ich so. Ging es mir jetzt. Also das war quasi das Erste, wodurch es mir. Aber das war halt kein. Es war halt nicht, weil er halt eins gejailt war, also. Und vor allem jetzt den Doc zu counterclaim, mich counterclaim hätten sie versuchen können. Aber das wäre auch irgendwie die einzige Chance gewesen. Weil ich bin ja in keinster Weise confirmed, weil ich bin halt Medium. Medium ja eben. Ja nicht so confirmed. Er hätte Medium claimen müssen. Was anderes wäre nicht gegangen. Es ist so. So dumm, meine Mafia-Mates. Sie lassen den Proven Doc am Leben. Weil für sie war es klar, dass er Proven Doktor ist. Also wir wussten ja, dass er Doktor sein musste, weil er konnte kein Mafia sein. Also war das ein easy kill. Aber ich spiele immer diesen Vollidioten. Ich fass es nicht. Ja, das ist halt typisch, ne? Ja, da muss man aber doch den Doktor killen. Jetzt mal ohne Scheiß. Also auch als Anfänger, wenn du weißt, da claimt jemand Doktor, die einzige Wahrscheinlichkeit, Doktor oder Mafia muss er sein. Er wird kein Townie sein, der Doktor claimt. Ich bin Mafia, er ist nicht bei mir neben in der Gruppe drinne. Dann wird er wohl Doktor sein. Dann sollte ich vielleicht ihn töten. Das macht am meisten Sinn. Oh ne, ich lasse ihn am Leben und vielleicht rettet er noch einen Townie, anstatt irgendwie ihn vorher zu töten. Nee, das ist bestimmt der Echse. Also, so ein Unfug. Ich meine, das ist natürlich. Oder der Random Town Jester. Dass natürlich beide Neutral Evil so früh gestorben sind, war scheiße für uns. Da hatten wir ein schweres Spiel, weil wir spielen dann 3 gegen 8 gegen 1. Was sollen wir da großartig machen? Aber trotzdem, das war ein Katastrophenspiel von meinen beiden Mafia-Mails. Oh ja. Und natürlich sterbe ich auch noch nach 2. Da kann ich nichts machen. So ätzend. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Seid dabei, wenn es beim nächsten Mal weitergeht bei Town of Salem Together. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Tschüss.